Kunstlauch hoch in Willig-Angrach. Wir haben Bioland und Naturlandbetrieb mit Schweinen, wie man sieht. Und das Schwerpunkt liegt aber nicht nur auf den Schweinen, sondern auch auf Rindern, Hühnern, Legehennen wie auch Masthähnchen. Wir halten noch ein paar Puten und Schafe. Bei uns ist halt die Besonderheit auf dem Hof, dass hier alle Tiere gehalten werden und auch geschlachtet werden. Das ist uns besonders wichtig, weil wir haben einen eigenen Hofplan, der geht alles über die eigene Theke. Und da gehört auch zu, dass die Tiere am Ende den Respekt bekommen, den sie verdient haben. Und das versuchen wir so zu ermöglichen, indem wir alle Schritte begleiten. Das heißt, die Tiere wachsen bei uns aus. Hier sind die Sauen mit ihrem Geber Helmut. Und die Pferde werden hier geboren, werden hier aufgezogen und letztendlich auch geschlachtet. Die Besonderheit ist auch, dass sie nicht durch die Metzger geschlachtet werden, sondern durch die Landwirte selber, die die Tiere aufziehen. Das heißt, die Tiere kennen die Menschen und vor allem die Menschen kennen auch die Tiere. Wir sind stolz, dass wir das den Tieren so ermöglichen können. Weil ich finde es schade, wenn man die ein Leben lang aufzieht, mit denen lebt und mit denen arbeitet und sie dann nochmal weggeben müsste. Das wäre echt ein trauriges Ende. Und so sind wir ganz glücklich, wie es jetzt ist.